Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Und wir sind wieder da bei Fallout 4. In der letzten Folge haben wir uns durch das Museum gekämpft und haben hier jeden Raider platt gemacht. Und jetzt bieten wir diesen Leuten unsere Hilfe an. Da ist er. Mann, ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Nee. Okay. Minuteman? Minuteman? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Okay, ich weiß nicht, was... Mann, der sieht so doof aus, ey, wie so ein Bauarbeiter mit Brille. Okay, ja. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Was sind Ghule? Was sind Ghule? Wow. Du bist wirklich nicht aus der Gegend, was? Ghule sind verstrahlte Menschen. Die meisten sind wie du und ich. Sie sehen heftig aus und leben lang. Aber es sind trotzdem Menschen. Die, von denen ich rede, sind anders. Die Strahlung hat ihre Gehirne verfaulen lassen. Sie wild gemacht. Sie reißen dich in Stücke, sobald sie dich sehen. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Ja? Wird das reichen, um diese Wahnsinnigen aufzuhalten? Sturges, sag sie. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt, Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Was ist das denn? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Ah. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Was macht diese Power-Rüstung so besonders? Ein internes Servosystem von Westtech. In dem Schätzchen ist super das neue Normal. Du bist stärker, zäher, immun gegen Strahlung. Und mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ja. Minigun. Gefällt mir. Das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Ja, was ist die Lösung? Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wir wo man eine nicht findet. An das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Genau. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Oh yeah. So, die haben auch einen Hund. Mama Murphy. Vorsicht, Kind. Es kommt was. Und es ist wütend. Ah. Wahrnehmungswackelpuppe. Perfekt. Haha, da gibt's den Daumen hoch. Nur durch Beobachten erkennt man die Schwäche. Bei deiner Wahrnehmung wurde... Was? Deine Wahrnehmung wurde dauerhaft um einen erhöht. Yeah. Alles klar. Okay. So, wir dürfen nicht so viel Zeug mehr einpacken, ne? Hier, wir haben die Taschen voll. Hätte ich hier hingemusst? Oh, da sind sie alle. Ja, ich gehe mal schnell wieder rein. Kommen die jetzt hinterher? Nee.
Wir müssen ja irgendwie aufs Dach kommen anscheinend. Stange Zigaretten, Vorkriegsgeld, ja. Wiegt nicht so viel. Mikroskop, Sicherung. Jetzt bin ich wieder zu... Aber ein Mikroskop hört sich gut an. Na, ein gelber Filzhut, was bringt der? Nicht so viel. Rotzeug, ah ja. Lederkombi. Das hier habe ich dreimal. Immer noch zu viel. So, jetzt haben wir wieder Platz. Naja, alte Leute im Bild. So, ach, hier kommen wir weiter, ja. Ach so. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich speichern kann. So, genau. Kronkorkenvorrat, ja. So, kann ich das Teil hier... Eingabe. Beschlossen. Oh, jetzt kann ich hier reinklettern, oder was? Bam. Powerrüstung. Also. Beschlossen. Leg die Powerrüstung an. Schnapp dir die Minigun. Oh, ja. Jetzt bin ich so ein... Oh, Mann. Powerrüstung reduziert den Schaden, den du durch gegnerische Angriffe nimmst und verhindert Schaden und... Ich stürze. Hier ist die Minigun, ne? Aktivieren? Kann ich das hier mitnehmen? Benzinkanister. Eliminieren die Feinde in Concord, ja, aber... Ach so. Alles klar. Wo sind die aber? Da unten ist einer. Bam, ich weiß ja gar nicht. Oder kann ich jetzt auch hier runterspringen und das macht mir gar nichts? Das will ich ja nicht ausprobieren. Ich werde sie finden. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Schuss die überhaupt hat. So, den habe ich schon mal erwischt. Zack, den habe ich auch erwischt. Kann ich jetzt viel mehr tragen, weil ich so einen Anzug anhab? Ich versuche mal einfach hier wieder reinzugehen. Und dann gehen wir einfach durch die Vordertür raus, wie ganz normale Menschen. Vielleicht eher mit ein bisschen Fallschaden ist okay. Oh, da. Beschädigte oder zerstörte Powerrüstungsteile können an einer Powerrüstungsstation repariert werden oder über den Pip-Boy ersetzt werden. Okay. So, hier sind anscheinend noch... Ah, jetzt ist leer. Geh mal zur Seite. Wo sieht man das denn? Wie viel da drin ist? Ach, da sind 500 Schuss noch. Ah ja, Tatsache. So, zack. Das waren die. Werden mir irgendwo hier Feinde angezeigt? Ist nicht richtig. Oh, aber nicht, dass ich meinen Hund jetzt treffe, ne? Was ist das denn für ein Geräusch gewesen? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Bringt er jetzt meinen Hund um? Oh, die glüht schon vorne. Der kommt jetzt zu mir, ne? Kann den mal bitte einer umbringen?
Oh nein, jetzt. Oh, 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 oh. Nein, ich komme nicht weg. Nein! Oh, er hat's nicht. Er hat nicht zwischendurch gespeichert, ne? Er hat nicht gespeichert. Dann. Och, würde ich jetzt mal sagen. Mache ich hier einfach Ende und wir sehen uns dann wieder. Wenn ich mir mit dem Poweranzug die Rüstung. Ne, wenn ich den Poweranzug habe und die Minigun wiederhole. Ja. Oh, das ist neu. Jetzt mache ich mal hier schon wieder weiter. Robco Fun. Du hältst ein Holoband. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich dadurch gekriegt habe. Aber irgendwas, irgendeinen Statuswert habe ich anscheinend bekommen. Nehmen wir die Kaffeetasse auch mit. Da kann ich mit ihm reden. So. Vorsicht, Kind. Bleistift. Ah, sie weiß es schon, ne? Hier ist wieder die Wackelpuppe. Wahrnehmung dauerhaft um einen erhöht. Das ist gut. Kaffeetasse, noch eine. Bisschen Platz haben wir noch. Okay. Es ist ein bisschen dunkel. Ah, stimmt, der Fusionskern. Den habe ich ja auch noch. Der hat auch ordentlich was gewogen. So. Zack, rein da. Wird's langsam wieder hell. So, mal gucken, was ich jetzt alles drücken kann. Kreis. Naja, da mache ich das sogar an. Ah, ich kann springen in dem Teil. Ich kann ja doch die Waffe nehmen. Das ist ja... Das ist cool. Okay. So, hier haben wir noch mehr Sachen. Bunkhockenvorrat, genau. Eine Haarbürste. Aber wer weiß, was die hat. Plastik und Holz. So, hier ist noch die Minigun. Komm ich an der vorbei? Ja. Oh nein. So, zack, den hat schon mal erwischt. Das packen wir natürlich auch alles ein. Wir sind ja jetzt stärker mit dem Anzug. Benzinkanister, was auch immer der bringt. So. Ja, die Waffe schießt leider überall hin. Können wir hier irgendeinen erwischen? Nee, ne? Der ist viel zu weit weg. Nee, das war falsch. So, zack. Level auf. Machen wir mal gleich. Obwohl ich das, was ich mir rausgesucht habe, mir im Kampf jetzt gar nichts bringt. Das ist der Wiederverwerter. Genau. Verwertest du Waffen oder Rüstung, erhältst du seltene Komponenten wie Schrauben, Aluminium und Kupfer. Ja, das gefällt mir gut. Da können wir mehr Sachen herstellen. So. Es ist schon leer, ey. Und wir brauchen noch so viel. Ja, Moment mal. Kann ich... Ach so. Doch, ne? Das geht. Da ist ein Raider. Mach einfach mal so. Okay, nicht getroffen. Ha. Jetzt ist er ein bisschen näher dran. Oh, hab ich. Mehr Punkte habe ich auch nicht. Kann ich ihn jetzt treffen? Der versteckt sich schlecht. So. Okay, ich treffe ihn nicht. Ja, wenn der Typ mit seiner Laserwaffe da den
erwischt, das bringt mir nichts. So, mal gucken jetzt. Nee. Da wird auch angezeigt, ne? Radar Abschaum. Ist das jetzt schon ein besserer Feind? Nee. Nee, nochmal zurück. Der hält ein bisschen mehr aus anscheinend. Radar Abschaum. Hat der eine fette Waffe? Beinahe so aus, ne? Aber der schießt zumindest nicht auf mich. Oh oh, da sind irgendwelche Teile abgefallen. Ach, jetzt kommt das Vieh an. So, wenn ich jetzt nochmal gedrückt halte, dann holt er nur die Waffe raus. Ach, aber ich habe bestimmt die Minigun jetzt hier drin, ne? In der Waffenabteilung. Da ist die Minigun. Die lege ich mir doch auch mal auf eine Taste. Da hinten rennt er rum, ne? Ja, da ist er. So, mach ich einfach mal so. Ja, meine Trefferwahrscheinlichkeit ist nicht so hoch in diesem Zeitloop-Menü. Nochmal, zack. Erwischt. Hä? Wo denn? Ach, da oben! Oh Mann! Der hat sich gut versteckt. Bam! Alles klar. So, ein paar Schuss habe ich noch. Ist ja die Frage, ne? Ziele durchschalten. Ach so, jetzt kann ich hier auch die Gegend absuchen. Aber hier ist keiner. Tja, was ist denn überhaupt meine Aufgabe? Eliminiere die Feinde, ja. Aber zählt er jetzt mit als Feind, dieses Riesenvieh? Will gar nicht gegen den kämpfen. Der ist bestimmt voll stark. Wenn die nochmal angreifen, kann ich sie nicht aufhalten. Warte, da draußen ist was. Genau. Jetzt kommt's her. Aber wir bleiben jetzt schön hier oben und schießen da runter. Nee. Kein Grund zur Sorge. Okay. Preston Garvey ist da. Ja, ist das Vieh jetzt geflüchtet? Was ist denn das? Weiß keiner. Müssen wir jetzt warten, bis das von alleine rauskommt? Ich gehe da jetzt nicht nochmal runter und sterb nochmal. Wird das Vieh angelockt? Nee, da im... Beeil dich. Oh. Wenn die nochmal angreifen, kann ich sie nicht aufhalten. Der ist da unten. Oh nein. Dein Hund ist in Schwierigkeiten. Da müssen wir da schnell hin, oder... Kommt der jetzt von alleine hier hin? Nein. Ja, das Nein, Nein, Nein kann ich jetzt auch sagen. Mein Hund ist in Schwierigkeiten. So, diesmal macht es nicht mal ein Geräusch. So. Wo ist der Hund? Wo ist denn der? Okay, ich weiß nicht, wo der Hund ist. Hängt er da hinten fest? So, vielleicht ist er ja in ein Loch gefallen.
in der Straße. Oh, das wäre natürlich auch albern, wenn ich jetzt damit gewinne. Ja, der ist da, der hängt da fest. Nein, und er trifft den nicht. Wo ist denn der hin? Nein, er ist weggerannt. Oh oh. Kommt der jetzt hier aus der Seitenstraße? Ich bin hungrig auch noch. Okay. Da hält ja zum Glück die Zeit immer an. Da kann ich ein bisschen was essen. Aufbereitetes Wasser kann ich trinken. Die Äpfel. Ja, hier ist noch ein Kuchen. Wo sind sie hin? Ich weiß es auch nicht. Kann ich hier lang? Der ist nicht hier, ne? Wo ist denn der hin? Ist natürlich auch uncool bei Nacht hier. Bei Nacht. Dann jetzt erschreckt er mich gleich, ne? Von der Seite irgendwo. Der ist unter der Erde. Wo ist denn der hin? Ach, der ist hier reingefallen, tatsächlich. So, jetzt kriegt er natürlich die volle Ladung hier ab. Yeah. So, mit der Pistole auch noch. Das ist ja uncool für den. Es ist ja nicht mal so geschummelt. Minigun, Repetiergewehr. Was? Jeden Schuss neu? Komm mal her da. Das ist ja uncool, dass es hier eine Kanalisation gibt. Ey, komm mal her. Sonst hatte immer einer ein Schrotgewehr dabei, aber diesmal anscheinend nicht. Die brauchen... Ach, die brauchen andere Munition. Oh. Okay, dann behalte ich vielleicht doch mal eine von denen. Pack ich mal hier hin. Zack, da haben wir noch Schuss. Auf jeden Fall. Ich will da nicht reingehen. Kommt man denn da überhaupt wieder raus? Kommt man hier einfach wieder zurück? Ja. Ja, toll. Ich bin müde. Na klar bin ich müde. Ja! Oh, ihn hat's erwischt. Das Zeug kann ich alles mitnehmen. Oh! Der Überlebensmodus hat's auf jeden Fall ordentlich in sich. Und in der nächsten Folge gehen wir dann zu den Leuten zurück und sagen denen, dass hier draußen alles klar ist.